Reiche leiden mehr unter der Wirtschaftskrise als Geringverdiener, sagt Richie McRichface. 7% weniger Einkommen sind für so einen Geringverdiener vielleicht 200 Euro. Trinkst du halt eine Flasche Wein weniger im Monat. Aber für mich sind 7% gleich mehrere hunderttausend Euro. Wer mehr hat, der kann auch mehr verlieren. Als Angestellter hat man nur einen Job zu verlieren. Ich musste gleich 100 Leute entlassen und damit auch 100 Mal ertragen, wie diese Geringverdiener angefangen haben zu heulen. Das ist wirklich nicht leicht für mich, okay? Und dann geben sie dir auch noch die Schuld dafür. Warum sie das tun, ist Richie McRichface klar. Es ist halt leicht, auf Minderheiten rumzutreten. Ja, in Deutschland gibt's gerade mal 100 Leute, die so reich sind wie ich, ja? Nennen Sie mir doch mal eine minderheitlichere Minderheit als mich, ja? Ich kann ja auch gar nichts dafür, dass ich so reich bin, ha? Ich wurde so reich geboren.